21. Das Verhör. Mit Clemens Nicol und Markus Wallay. Lieber Max Emanuel Zenzic. Totale Schreibblockade. Es ist wie jedes Jahr. Wieder muss ich die ganze blöde Weihnachtspost alleine schreiben, weil mein lieber Kollege Markus schon auf den Bahamas abhängt, um endlich mal braun zu werden. Oh Mann. Wen hatten wir denn dieses Jahr überhaupt im Verhör? Auffällig viele Sänger im Jahr 2016. Christine Opulis, die alte Diva, der immer nette Tenor Mauro Peter und am meisten gelabert hat echt Bariton Thomas Hampson. Wenn der mal reden darf, hört der nicht mehr auf. Wie ein Politiker. Du redest auch mit Bäumen und mit Tieren, habe ich mir sagen lassen. Ja, gern. Was sagen sie dir? Die Bäume sind wirklich Selbstgespräche und das ist immer gesund so. Die Tiere ist ganz was anderes. Ein Tier hört und versteht von Tonfall wahrscheinlich mehr, als wir denken. Und das tut manchmal sehr, sehr gut. Es macht mir Spaß, mit der Natur zu reden. Aber ich bin ein ausgesprochener Tierfan. Ich liebe Tiere. Und ich glaube, es ist eine andere Dimension unser Dasein. Und tatsächlich, die Kuh und die Hühne, Henne vor allem, haben mich sehr angesprochen. Wir haben sehr oft gern miteinander gesprochen. Ich stehe schuld an diesem Punkt. Und welches Tier machst du am liebsten nach, jetzt so vom Sound? Ich habe schon sehr gerne ein Huhn. Ja? Merry Christmas, Thomas. Und alles Gute für den Wahlkampf 2020. Wir sehen dich im Weißen Haus, wenn's mal stimmlich nicht mehr so rund läuft. So, Karte rein und weg damit. Boah, wer mich auch viele Nerven gekostet hat, waren diese extrovertierten Sängerinnen. Sopranistin Olga Peredjatko zum Beispiel. Allein bis man diesen Namen richtig geschrieben hat. P-E-R-T-I-T-Y-A-T-K-O. Du bist doch verheiratet, oder? Ja. Warum hast du nicht den einfachen Namen? Es war zu spät. Wieso zu spät? Ja, weil ich mache meine Karriere seit 2007 und verheiratet seit 2012. Bei Olga Mariotti wäre nicht schlecht gewesen. Ja, aber wie gesagt, zu spät. Zu spät. Vorname Olga. Alexandrovna. Alexandra? Alexandrovna. Olga, du gibst dich als Sportskanone. Wir haben dich gestern schon beim Joggen beobachtet. Du hast es nicht gemerkt, aber wir waren natürlich mit dabei. Außerdem Tennis, Yoga. Nein, das war ein Scherz, ja? Du, wir haben unsere Verbindungen. Der Markus hat auch viel Zeit, also ist kein Problem. Ich war tatsächlich das Erste, was ich getan habe. Ja, wir wissen es. Nach München gekommen. Ja, wir wissen es. Sofort. Du gibst dich als Sportskanonen, ne? Also Joggen, Tennis, Yoga, Karate. Da sollst du sogar irgendeinen Gürtel haben, einen roten Gürtel. Mhm. Wir wollen das wirklich checken, ob du das kannst bei diesem Versuch. Wir fangen mal an bei 4 mm. Mit der Hand. Jemand musste mir das. Ich würde es auch mal probieren. Jetzt musst du es beweisen, also sonst glaube ich dir das einfach nicht. Gottes Willen. Okay, willst du noch mal eine Stufe höher gehen? Zwei, ja, zusammen. Okay, zwei zusammen. Also ich übernehme da keine Verantwortung. Also. Energie. Energie? Ich bin auch schon, ich kann auch nicht mehr atmen. Eieieiei, es ist wirklich... Das war okay. Das ist der Beweis, sie kann es.
alles Gute, auch für deinen Mann. Der hat's nicht leicht mit diesem temperamentvollen Make-up-Junkie. Gut, dass wir die wenigstens kurzfristig eingebuchtet haben. Nein. So, Olga. Oh Gott, Hilfe! Aber es gibt ja auch zartere Musikerseelen. Die zeigen gerne mal ihre schönen Füße, wie Pianistin Alisa Raott. Ich mache ganz viel Fußgymnastik. Ich hab eine extra... Zeig mal bitte einen Fuß, wir müssen das kurz checken. Was, jetzt im Ernst? Ja, natürlich. Ohne Schuhe oder was? Ohne Schuhe, ja. Wir müssen das, weil das, man kann ja nicht einfach hier barfuß und dann... Ist das legal? Wir sind das Gesetz. Kopfhörer oder Lautsprecher? Kopfhörer. Lang, lang oder kurz, kurz? ich könnte mich nicht entscheiden, weil ich finde lang, lang toll, aber in der Kürze liegt auch die Würze. Konzert in Deutschland oder ein Konzert in Japan? Oh, es ist schwer. Mein nächstes Konzert ist in Japan. Schokolade oder Whisky? Nein, das ist gemein, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, nein. Das geht. Das ist wie, wenn man zwei Kinder hat und sich für eines entscheiden müsste, das geht doch nicht. Das ist doch auch gemein, nein, das geht nicht, also vor allem das beides passt so gut zusammen. Okay. Okay, jetzt momentan würde ich lieber Schokolade haben, aber in ein paar Stunden glaube ich lieber den Whisky. Mary Kurisumasu, Alice. PS, kannst du mir bitte noch eine Weihnachts-Sushi-Rolle mit Gans zukommen lassen? Arigato. Wen hatten wir denn noch 2016? Ah, sogar zwei Dirigenten. Joseph Bastien und Pablo Heras Casado. Der hat Markus und mich vor allem mit seinem grünen Daumen beeindruckt. I give you another one. This is supermarket. Das ist richtig, that's right. And the other one was organic. Yeah? So next one, what is? Yeah, tomato. Well, this, give me the other one. This is supermarket and this is bio. Only with touching? Yeah. This is plastic and I can also feel the leaf. And this is, yeah, this is a real texture. This looks very nice, actually. I'm going to keep it for later, yeah? Yeah. For my salad. Auf ein schönes 2017 mit besonders großen Gurten, Pablo. Vielleicht können wir mit dem Heras Casado längerfristig als V-Mann zusammenarbeiten. So, Glühweinpause. Mit viel Gewürzen und stark erhitzt schmeckt auch ein spanischer Rotwein ganz okay. Wer fehlt denn jetzt noch? Ach ja, Volkert Ude. Der ist als Konzertdesigner jede Herausforderung gewachsen, die man ihm stellt. Ein Mann für die ganz harten Fälle. Du musst die Elbphilharmonie eröffnen. Mit folgenden Künstlern, also Wahnsinnscast, Helene Fischer, David Garrett in einem Konzert, Berliner Philharmoniker, geleitet von André Rieu in der Elbphilharmonie. Was macht man damit? Kann ja passieren in der heutigen Zeit. Ich meine, das wäre ein Kracher, ne? Also die Philharmoniker als Liveband für Helene Fischer. Und David Garrett noch in der Hinterhand? Nee, David Garrett würde ich vielleicht auf der Plaza spielen lassen als Straßenmusiker. Also davor. Oder noch schöner, es gibt ja, ich war ja noch nicht da, aber ich kenne schon lange die Pläne, eine mindestens 50 Meter lange Rolltreppe, um von dem zugigen Eingang hier vorne, ist ja Hafen und so, und ich komme ja aus Norddeutschland, ich weiß, wie das mit dem Wind ist, also es gibt keinen Tag ohne Wind, und dann muss man so eine 50 Meter lange Rolltreppe hochfahren. Und stellt euch vor, David Garrett würde für den Einlass auf dieser 50 Meter langen Rolltreppe rauf und wieder runterfahren. Mit den Leuten? Rauf, mit den Leuten, zwischen den Leuten. Wow. Wäre doch schon mal, oder? So ein kreativer Kopf, dieser Volkert Ude. Der könnte mir jetzt wirklich helfen mit den ganzen Karten. Irgendwie schmeckt der Glühwein heute etwas komisch. Clemens. Markus. Du singst doch so gern.
Ja. Ich hab da eine Melodie im Ohr. Hör mal. Komm, wir singen ein. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter. Öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Hell erglühen die Kerzen, öffnet mir die Herzen. Will drin wohnen fröhlich, frommes Kind wie selig. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling.